Sumte, Niedersachsen. 100 Einwohner, 800 Meter Hauptstraße, drei Kurven, eine Bushaltestelle, sonst nicht viel. Jetzt sollen 1000 Flüchtlinge dazukommen. Die Bürger verstehen die Welt nicht mehr. Vielleicht ist Sumte ein gutes Beispiel für ein ungutes Gefühl, das sich breit zu machen scheint. Schaffen wir das wirklich? Dass die Meinungen im politischen Berlin auseinandergehen, ist naturgemäß. Dass sie innerhalb der Union auseinandergehen, ist bemerkenswert. Die Lage wird zunehmend ernster. Das Dorf Sumte in Niedersachsen ist jedoch ein ganz besonderes Beispiel. 100 Einwohner hat das Dorf, 1000 Flüchtlinge sollen jetzt hier unterkommen, in einem ehemaligen Bürokomplex, der Ortsvorsteher völlig überfordert. 200, 300 wäre für uns kein Thema, aber 1000 ist für uns nicht fassbar. Auch die Bewohner wissen nicht, wie das funktionieren soll, befürchten, dass die Stimmung kippt. So ein Dorf wie unser mit 100 Einwohnern und 1000 Flüchtlingen kann schnell auch aus unserer Sicht für die rechte Szene, für den rechten Mob, für die AfD, für NPD benutzt werden. Und das wollen wir nicht. Die Kanzlerin demonstriert derweil gewohnte Gesten der Gelassenheit bei einem Firmenbesuch in Baden-Württemberg. In der Sache bleibt sie hart, auch wenn es vor allem in der eigenen Partei rumort. So gab es gestern in der Sitzung der Unionsfraktion heftige Diskussionen. Viele Abgeordnete fordern einen Kurswechsel. In einem Brandbrief von Landräten und Bürgermeistern aus Sachsen an die Kanzlerin wird unter anderem davor gewarnt, dass die Polizei die öffentliche Sicherheit nicht mehr gewährleisten könne und auch die Städte klagen. Wir improvisieren zu viel und das hat gravierende negative Folgen. Auch der Streit um die Transitzonen für Flüchtlinge geht heute weiter. Die SPD lehnt es klar ab, die CSU heizt die Diskussion weiter an. Ich darf aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass es EU-Recht vorsieht, dass wenn sehr viele Flüchtlinge in einer solchen Situation ins Land kommen, diese Transitzone nicht nur unmittelbar an der Grenze, sondern durchaus auch im Landesinneren stattfinden können. Der Druck auf die Kanzlerin wird immer größer. Der Abstecher heute nach Baden-Württemberg verschaffte ihr da höchstens eine kurze Atempause.